So, hallo und herzlich willkommen zu neuem Video zu der Hof Bergmann. Also, ihr seht ja, ich habe hier ein paar Sachen vorbereitet. Ich werde auch nicht lange darum reden. Heißt einfach mal das Erste. Das, was ich hier zeigen werde, ich habe es nicht im Singleplayer hingekriegt. Das heißt, dort hat das nicht funktioniert. Aber auf dem Daddy-Server. Das heißt, wenn ihr Multiplayer spielt, vor allem Daddy-Server, dann kann irgendwas passieren, dass ihr in euren Produktionsgeräten Waren stehen lässt und danach diese Ware verderben, auf Deutsch gesagt. Was kann ich dagegen tun? Also, jetzt gehen wir schnell durch. Da hätten wir jetzt unser Düngemittel drin. Da hätten wir auch unser Flüssigdünger drin. Stimmt, passt. Da hätten wir unser Schweinefutter drin. Passt auch. Und da hätten wir unsere Aufzuchtsmilch für die Kälber drin. Passt soweit alles. So, ich habe das probiert im Singleplayer nachzustellen. Habe ich nicht hingekriegt. Auch 3 Tage vorspulen hat es nicht funktioniert. Habe das Safe Game auf Daddy Server hochgeladen. War direkt alles scheiße. Gut, also, dann würde ich sagen, spulen wir mal vor. Ich sollte also mit eingeloggt sein. Das müsste jetzt dann... Ach, falsch. Zeitskala mal 2000, so wie immer, und geben wir jetzt mal Gas da und gucken, was sich entwickeln wird und was daraus passiert und was ihr danach machen könnt. Gut, also 15 Uhr, schon mal rein, immer noch Düngemittel. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert, weil sonst weiß ich es auch nicht. Aufzugsmittel drin. So, da bin ich wieder. Also, jetzt haben wir 12 Uhr. Und jetzt gucken wir uns an, was eigentlich passiert ist, beziehungsweise was jetzt nächstes ist. Ich musste das Ganze ein bisschen bescheißen. Jetzt, wenn ich hier einsteige, habe ich Wasser. Hä? Wieso Wasser jetzt? Hier war Schweinefutter, da habe ich fast einen Mix dran. Hier war eigentlich Flüssigdünger und habe schlechten Mix. Und hier habe ich das Düngemittel Nitrogen drin. So, was kann ich jetzt machen, damit das wieder ganz normal Sachen sind? Ich zeige euch jetzt zuerst mal die 3, wo ganz unkompliziert sind. Zum Beispiel hier könnt ihr ja Nitrogen einfach STRG und I drücken. Das Gerät einschalten. STRG und I geht nicht, weil da unten habe ich Düngemittel am Boden wieder. Das heißt, dieses Düngemittel muss ich schnell wegnehmen. Hallo. Haben wir weggenommen. Und jetzt kann ich eigentlich mit STRG und I ein bisschen rauskippen und habe Düngemittel drin. So, das Problem hier ist schon erledigt. Bei der Kälberaufzugsmilch, da könnt ihr nichts anderes. Oben beim Kuhstall habt ihr auch so einen Wasserdeckel bzw. Entsorgungsdeckel. Jetzt steigt ihr einfach da ein und lässt einfach nichts anderes als ein bisschen Milch bzw. das Wasser raus und habt ihr schon Kälberaufzugsmilch wieder drin. So. Das ist auch schon erledigt. Denn hier beim Schweinefutter, genau dasselbe, falsche Textur, ein bisschen rauskippen und habt schon wieder Schweinefutter drin. Das heißt, ihr müsst nicht befüllen, gar nicht. Einzig hier in dieser Produktion, da könnt ihr nicht rauskippen, das geht nicht hier mit Kippensteuerung und die. Da könnt ihr jetzt Folgendes tun, ihr seht ja, ich kann zwar kein Pontasium auffüllen oder kein Dings, Fertigmixbrot auffüllen, Granulat, aber ich habe Wasser noch, wo ich auffüllen kann. Also, dann werden wir jetzt nichts anderes, als einfach ein bisschen Wasser nachfüllen, und den Hahn noch auf und starten den Motor. Wenn man es jetzt zeigen will, oder? Alter, jetzt Wahnsinn.
Willst du mich flexen? Es ist schon wieder flüssig, Dinger. Okay, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Warum auch immer, fragt mich einfach nicht. Normalerweise füllt er ein bisschen Wasser nach. Das heißt, dass der Balken oben sich ein bisschen füllt. Ihr müsst gar nicht allzu viel nachfüllen. Das reicht eigentlich schon. Und dann habt ihr wieder Flüssigdinger, ohne dass ihr was nachmischen könnt oder müsst. Das heißt, ihr könnt aber zum Beispiel, dass ihr das Problem nicht bekommt, Flüssigdinger nicht in der Produktion drinnen lassen, sondern entweder in die Spritze reinnehmen oder wenn die Spritze voll ist. Ihr habt ja die Möglichkeit, das habe ich ja in dem Lagerungsvideo gezeigt, zum Beispiel in diese Hochsilos Flüssigdinger einlagern. Genau dasselbe ist zum Beispiel mit dem normalen Dünger. Könnt ihr auch hier in das Hochsilo. Ihr könnt aber nur eine Flüssigkeit oder eine Ware drin haben. Dann könnt ihr drei Waren oder vier Waren einlagern. Das heißt, vielleicht da Flüssigdünger, da nachher normalen Mineraldünger. Schweinefutter könntet ihr eigentlich auch in so ein Hochsilo einlagern. Ihr habt hier auf dem Hof aber nur zwei, hier einen und da einen und werden auch beim Schweinefutter zucht. Oder hier ja, geht eigentlich relativ gut, da könnt ihr das Ganze mit der Schaufel aufnehmen, wiederum entsorgen. Das einzige Kälberaufzugsmilch, da habt ihr nicht viele Möglichkeiten, da habt ihr entweder tut ihr einfach die ganzen Kälberaufzugsboxen auffüllen und dann geht das auf, oder halt auf die Variante, wie ich jetzt gezeigt habe, ein bisschen abkippen und gut ist. So, ich musste jetzt wirklich zum das Video machen, musste ich ein bisschen bescheißen, es ging nicht anders. Aber eben, falls also sowas passiert, dann wisst ihr jetzt Bescheid, was ihr zu tun habt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und hoffe, es wird euch helfen. Bis anderes Mal. Tschüss und bye bye.